Hallöchen, heute mal wieder ein normales Video, mal kein YouTube-Tipps oder was heißt das denn? Adventskalender. Und zwar habe ich drei Briefe bekommen von drei unterschiedlichen Personen. Zum einen erstmal das erste von HP Hobby. Hier ist die E-Mail-Adresse und Internetseite und alles, was so wichtig ist. Und zwar ist das ein Shop, der bei mir in der Region ist, eröffnet hat. Und der hat mir freundlicherweise so ein paar Sticker geschickt. Einer klebt hier schon. Und ja, den will ich so ein bisschen unter die Arme greifen. Finde das gut, dass mal wieder ein Shop hier bei mir in der Nähe mal wieder aufmacht. Ein ordentlicher Shop, abgesehen ist von den großen Ketten, den Namen ich nicht erwähnen möchte. Ja, das war das erste. Ups. Irgendwas irgendwie wackelt heute mein Stativ. Ich weiß auch nicht. So. Dann habe ich noch eins bekommen von Boris. Der hat mir freundlicherweise ein bisschen Schrumpfschlauch geschickt, weil ich mein Tekin-Motor, der hat ja neue Lager bekommen und auch neue Motorkabel, genauso wie der Hobbywing-Regler. Aber ich habe nicht so eine großen Schrumpfschläuche und da hat er freundlicherweise ganz fix mir welche geschickt und hat hier sogar noch wieder ein paar Sticker beigelegt von SLS. So eine Glitzer-Funkel-Dinger. Boris, wie immer, sehr nett von dir. Ich danke dir vielmals. Da werden wir uns auf jeden Fall mal wieder einig werden. Und dann habe ich noch was bekommen von Kevin. Und das freut mich richtig. Zur Vorgeschichte: Kevin ist ein Abonnent von mir und hat mich gefragt, ob er so einen Sticker bekommen kann. Habe ich gesagt, kein Problem. Ja, dann kam er auf die Idee, da er zur Essen Motorshow fährt, so einen Sticker auf die Ugly Bitch von JP Performance zu kleben. Wer das nicht kennt, das ist sozusagen sein Firmenwagen, wo er dazu aufgerufen hat, den mit Sticker voll zu bomben. Und ja, wer JP Performance nicht kennt, müsst ihr mal bei YouTube eingeben. Ist ein Tuner, kennen vielleicht viele auch aus dem Fernsehen von die PS-Profis. Ja, egal. Darum soll es ja eigentlich nicht so weit gehen. Auf jeden Fall war er halt bei der Essen Motor Show und hat mir was richtig Geiles besorgt. Kurz gucken. Krieg's nicht auf. So, ist leer. Einmal hier ein Brieflein. Schickt mir bitte den USB-Stick zurück. Dann das hier ist die Vorderseite. Hi, ich habe dir ein paar Sticker besorgt, Autogrammkarte und Foto-Video, die auf dem Stick sind. Vielleicht kannst du sie ja verwenden. Oh, ich kann das gerade so scheiße lesen zwischen der Kamera hier. Oder in das Video einfügen, was du über die JP-Karte machen willst. Ja, okay. Ich hoffe, du freust dich. MFG Kevin Schröder. Ich freue mich riesig. Das ist eine richtig coole Aktion von dir gewesen. Auf jeden Fall. Dann hat er hier noch Sauerkrauts. Sticker, wer Sauerkrauts nicht kennt, das ist so Merchandise-Firma, Klamottenfirma für so Ratten-Style-Autos und so einen Scheiß. Und dann hat er hier ist der besagte USB-Stick. Den bekommst du natürlich zurück. Ihr werdet das Ganze, was da drauf ist, ich denke mal jetzt hier im Anschluss sehen. Oder ich mache ein gesondertes Video, aber ich denke mal, ihr schneidet hier hinten mit dran. Ich kann euch ja jetzt leider noch nicht sagen, was da drauf ist. ja, und dann haben wir hier. Machen wir schnell hier. Zack. Dann haben wir hier ein paar Sticker. Hier haben wir zum Beispiel JP Performance. Nice. Nochmal Sauerkrauts. Dann haben wir Tech Speed Wheels BBS. Dann haben wir noch Techno Klassiker Essen. Das ist so eine Rallye. Und hier haben wir eine Autogrammkarte von JP. Unterschrieben natürlich. Ihr habt da die Internetseite.
Mach mal so. Und ja, geil, geile Nummer. Ich danke dir auf jeden Fall, Kevin. Ich habe dir ja gesagt, da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen. So soll's, also 1, 2, 3. Das soll es eigentlich soweit auch schon wieder gewesen sein von dem Video. Ich würde sagen, ihr werdet jetzt das sehen, was auf den USB-Stick ist. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Einfach so, dass ihr eine bequeme Haltung habt. Es ist der Unterschied zu machen, ob ihr jetzt sitzen wollt oder stehen wollt. Ich mache jetzt mal die stehende Variante, weil im Sitzen müsst ihr ja im Prinzip nur das Stativ.